Wir haben Montag, den 10. Haben wir Montag? Ich glaube schon. Also, wir haben Montag, den 10.10.2016. Wenn nicht, sorry, ja. Wir haben 14:44 Uhr am Tag. Und mein YouTube-Kanal Banner TV hat 163 Abonnenten. Einer ist gestern verschwunden. Gute Reise, ja. Kommt niemals wieder. Und, Moment, ich sehe es gerade nicht. Ich bin richtig verplant heute. 23.800 Klicks oder sowas, keine Ahnung, ja. Liebe Leute, es ist heute wieder mal ernst, ja. Es kann hier nicht immer zugehen wie auf Klassenfahrt im Puff, ja. Ja, dem König geht's nicht gut. Ja, er hat gestern hat er eine schlimme Erfahrung machen müssen, ja. Ihm wurden Zeichen geschickt, ja, dass sein Körper nicht mehr knackige 18 Jahre alt ist, ja, wie früher. Und ja, diese Zeichen gefallen mir gar nicht. Es war ganz schlimm. Ich war mit meinem Hund draußen spazieren abends, ja, und dann bin ich so kurz bevor wir zu Hause waren, dachte ich mir, komm, tust ihm mal eine Freude und spielst mal mit ihm, ja, und rennst los, damit er dir hinterher rennt, ja. Bis zur Haustür bin ich gerannt, ja. Ich war schneller als er, immer noch, ja. Aber es war nicht 10 Meter und es war jetzt auch kein Marathon, ja. Es waren gute 100 Meter, ja. Ich bin zu Hause angekommen. Ich dachte, wow, ich bin ja eigentlich noch topfit, ja. Dann habe ich die Tür aufgemacht und ich habe Herzinfarkt bekommen. Ich war einfach, mir wurde schwarz vor Augen, ja. Ich konnte nicht mal atmen, ja. So ein Gefühl hatte ich noch nie, ja. Ich bin in die Küche gerannt und musste was trinken. Ich musste irgendwas nehmen, dass es mir wieder gut geht, ja. Und da stand eine Pepsi-Flasche und eine Wasserflasche, ja. Warte schon mal in so einer Situation, ja. In so einer Situation irgendwie, die Pepsi, die ist nicht attraktiv, ja. Ich habe zur Wasserflasche gegriffen, ja. Zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, seitdem ich 12 bin oder sowas, ja. Habe ich diese Wasserflasche genommen und habe sie getrunken, 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 getrunken. Und dann ging es mir wieder einigermaßen besser, ja. Okay, ich dachte mir noch nichts dabei. Ich dachte mir, gut, Sport ist vorbei, Karriere, Profi-Fußballer wirst du nicht mehr, ne, ja. Sorry, Eintracht, kann ich euch nicht helfen, ja? Meisterschaft 2016, ja? Aber okay, ich schaffe das auch ohne mich, ja? Jedenfalls, ja, dann habe ich hier meine Arbeit gemacht, ja? Neben Burnup TV arbeite ich auch noch zu Hause, ja? Hab so an Videos gearbeitet, nebenbei Burnup TV ein bisschen gemacht, ja? Und dann dachte ich mir, boah, hast du Hunger, ja? Halb elf, elf, keine Ahnung. Habe ich mir irgendwas bestellt bei Lieferando? Ich habe ein Foto davon gemacht bei Instagram, könnt ihr gucken, ja. Und dann habe ich es gegessen und es war gut, ja. Ja, ich war voll. Ich konnte mich nicht mehr bewegen, ja. Ich war zerstört. Dann saß ich hier wie Jabba der Hase am Computer und hab irgendwie rumgekackt, ja, anstatt richtig zu arbeiten. Und auf einmal wurde ich müde, ja. Müde, ich. Um 12 Uhr nachts, ja. Das ist noch nie passiert in den letzten, keine Ahnung, mehreren Jahren, ja. Was ist da los? Einfach müde geworden. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, ja. Ich war einfach knockout. Dann dachte ich mir, gut. Gehst du jetzt einmal schlafen um 12 Uhr, ja? Habe ich dann noch um 1 Uhr nachts Instagram-Business angekurbelt, bisschen so bis 1 Uhr nachts, dann bin ich aber eingepennt, ja? Ich war tot, ja? Tot war ich. Dann bin ich aufgewacht um, ich weiß nicht, um 4 oder um 5 mit einem Durst nach Wasser, den ich in meinem Leben noch nie gehabt habe. Noch nie hatte ich so einen Durst nach Wasser gehabt. Als hätte mich ein Vampir gebissen und ich möchte Blut haben in der Nacht. Blut, ja? Dieses Wasser, ich bin durchgedreht, ich konnte nicht. Ich dachte, ich stehe doch jetzt nicht auf, ich bin am Schlafen. Was für Aufstehen, ja? Wo sind meine Diener, verdammte Scheiße, ja? Nein, nein, ich habe mich im Bett gehalten, ja? Aber es war so dieser Durst, es war als hätte ich davor zwei Wodkaflaschen getrunken. So ein Alkoholiker-Durst nach Wasser hatte ich, ja? Es ging gar nicht klar, ich musste aufstehen, ja? In die Küche gehen, als ich eine Flasche Wasser genommen habe, abgepumpt, pam, 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 eine halbe Flasche auf einmal, ja? Dann ging es mir wieder gut, einigermaßen, ja? Dann bin ich eingeschlafen, bin morgens aufgewacht. Und ich sage euch, ohne Witz, liebe Leute, zum ersten Mal seit auch 100 Jahren, ich habe mich irgendwie besser gefühlt morgens, ja. Es ging mir besser, ja. Das erste Mal habe ich Wasser getrunken vom Schlafengehen und mir ging es besser, ja. Nicht diese Cola, Pepsi Light, Pepsi Max, Cola Zero Scheiße, ja. Es ist krass, sage ich euch, liebe Leute, ja. Mein Körper hat mir Zeichen gesendet, ja. Ich sitze hier, seitdem ich Burnout davor mache, ja, habe ich nicht bewegt, gar nichts, ja. Kein Sport mehr gemacht. Nur Scheiße gefressen, jeden Tag Essen bestellt oder Kacke gefressen, ja. Gar nicht gut, 100 Kilo zugenommen, ja.
Reine Katastrophe. Ich trinke seit 100 Jahren nur diese Cola Light. Nur, ja. Rauche jeden Tag 6 Shishas. Mindestens. Momentan, ja. Das ist eine reine Katastrophe. Mein Körper hat gesagt, halt, stopp. So nicht, ja. Wenn du bald Millionär bist in 3 Wochen von YouTube, ja, dann sollst du dein Geld auch noch ausgeben können und nicht einfach abkratzen danach direkt, ja. Deswegen, liebe Leute, ich muss hier Änderungen einführen, ja. Ich habe mir jetzt zum Ziel gesetzt, den Shisha-Konsum, ja, absolut herunterzuschrauben, ja. Ich rauche momentan 6 Pfeifen am Tag, ja. Es müssen jetzt, also, hallo, ich kann nicht alles auf einmal machen, ja, aber 4, ja, auf 4 maximal am Tag runterzusetzen. Das ist schon schwer genug für mich, jetzt aufzulachen, ja. 4 Stück erstmal, ja. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, jeden Tag mindestens eine Flasche Wasser zu trinken, ja. Mindestens. Muss einfach sein. Es ist ein Gesetz jetzt bei mir. Eine Flasche Wasser wird getrunken. Egal, ob ich 8 Liter Cola getrunken habe, ja. Worauf, also, es wird nicht mal passieren, dass ich jetzt am Tag mindestens 6 Liter Cola trinke, ja. Es sind maximal nur noch 3 Flaschen erlaubt, ja, pro Tag. Das sind immer noch 4,5 Liter, ja. Ich werde richtig schwitzen müssen, aber nein, eine Wasserflasche muss sein am Tag, muss jetzt einfach sein, für meine Gesundheit, am besten vorm Schlafen gehen, ja. Und ich habe vorgenommen, wieder die ganze Scheiße nicht zu fressen, ja, die ganzen guten Sachen, die mein Leben schöner machen, nicht zu essen, ja. Ich bin ab heute auf Diät, liebe Leute, aber eine richtige Diät. Ich werde es diesmal anders angehen als sonst, ich werde Stärke beweisen müssen, ja. Kohlenhydrate sind adieu, ja, auf Arrivederci, ja, keine Kohlenhydrate mehr, ja, nur noch Eiweiß jetzt, ja. Und der König wird langsam wieder anfangen müssen, Sport zu machen, ja. Meine Kondition werde ich nie wieder herstellen können, ja. Aber das ist auch nicht schlimm, ja. Mein König bewegt sich nicht, ja. Aber ich muss wenigstens meinen schwabbeligen Körper wieder in Form bringen, ja. Für den nächsten Sommer, jetzt schon. Wenn ich jetzt nicht anfange, ist der Sommer vorbei, ja. Deswegen werde ich ab heute auch wieder anfangen mit Sport, liebe Leute, ja. Das wollte ich euch nur sagen, ja. Glaubt es mir, ja. Und dazu kommt noch dieser Schlafmangel, ja, habe ich ganz vergessen, ja, ich habe 12 Stunden geschlafen heute, das erste Mal, ja, seit 100 Jahren, seit 3 Monaten konnte ich länger als 3 Stunden schlafen, ja, es hat mir gut getan heute, ich fühle mich wunderbar, ja, aber dieser ganze Stress, ja, in meinem Leben, ja, mit allen Bereichen auf einmal, ja, ich habe hier, warte, mein Abendessen, ja. Das sind nur die Briefe von gestern, ja, Finanzamt und alles, was die wollen von mir, ja, Katastrophe. Muss ich erstmal gleich abarbeiten, ganzen Strafen, die wir Geld hier haben wollen, ja. Jedenfalls, Leute, ja. Ich werde mich nicht mal von diesem Stress einnehmen lassen. Der König wird den Stress besiegen, ja. Und sein Leben verändern und ab heute gesünder leben, ja. Ich habe euch gesagt, was zu tun ist. Macht es mir nach und wir leben lange, ja. In diesem Sinne, wir haben den 10.10.2016. Es ist 14.51 Uhr. Montag, glaube ich, ja. Und, 163 Abonnenten und 23.000 noch was Klicks macht mehr. Wir sehen uns später. Macht's gut, liebe Leute, ja. Schützet den König und macht es mir nach, ja.